Der Meister ist weg jetzt, ne? In diesem Jahr fand die Gesundheitswoche unter dem Thema Stress statt. Neben vielen Vorträgen und Sportaktivitäten wurde auch ein Hüttenlauf und Aktionen vor Ort angeboten. Diese Woche findet die Gesundheitswoche 2017 statt. Wir befassen uns in dieser Woche mit dem Thema Stress. Stress ist sicherlich ein Thema, was für die meisten von uns schon mal spürbar war und für viele ist es sogar sowas wie ein täglicher Begleiter. Wir wollen in dieser Woche ganz gerne aufzeigen, was Stress mit uns psychisch und auch körperlich machen kann, und das wird explizit in den Vorträgen der Sozialberatung und auch vom Werksarzt berichtet. Wir wollen natürlich aber auch Möglichkeiten bieten, dem Stress ein bisschen entgegenzuwirken, und das passiert zum Beispiel mit unserem Angebot der Sport- und Entspannungskurse. Ein weiterer wichtiger Punkt für uns ist es natürlich, mit den Mitarbeitern direkt am Arbeitsplatz in den Kontakt zu treten. Deshalb sind Sozialberatung und auch die Werksärzte, der gesamte Gesundheitsdienst vor Ort am Arbeitsplatz. Außerdem sind wir mit vielen unserer Gesundheitsakteure direkt in den Betrieben. Wir bieten dort einen Mitmachparcours an. Und in erster Linie ist es natürlich auch unser Ziel, mit den Mitarbeitern in den Dialog zu treten. Und ein wichtiges Thema in diesem Jahr ist es, sich zum Beispiel über das Thema Schichtarbeit auszutauschen, weil das natürlich ein wesentlicher Stressfaktor für viele Mitarbeiter ist. Mit dabei sind zum Beispiel in diesem Jahr das erste Mal die Suchtkrankenberatung, das BEM ist vor Ort, der Betriebsrat. Wir haben in den Kantinen ein Ernährungsangebot, welches wir den Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Wir wollen aufklären, was man zum Beispiel in stressigen Situationen essen kann. Grundsätzlich ist es sehr gut gelaufen. Besonders beliebt waren tatsächlich die Impfpassberatungen, die durchgeführt wurden durch unseren Rettungsdienst. Viele Mitarbeiter sind vorbereitet mit ihrem Impfausweis zum Impfmobil gekommen und haben diesen dann durch die Ärzte prüfen lassen, um dann damit natürlich auch wieder zu ihrem Hausarzt gehen zu können und die noch erforderlichen Impfungen nachzuholen. Was natürlich sehr schön ist, dass wir in diesem Jahr sehr viele Aktionen angeboten haben vor Ort, wo die Mitarbeiter mitmachen konnten. Und ich glaube, es hat einfach wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, keine Unterstützung gegangen. Oh, danke.